Es ist ein ganz wichtiges Ökosystem im Meer auf der einen Seite. Und der andere Grund, warum ich mich mit Kaltwasserkorallen beschäftige, ist, es ist eines der bedrohtesten Ökosysteme im Meer. Und zwar bedroht durch verschiedene Dinge. Zum einen durch Fischerei, Bodenfischerei. Da haben Kaltwasserkorallen in der Vergangenheit stark drunter gelitten. Der andere wichtige Punkt ist die Ozeanversauerung. Und auch da gehören die Kaltwasserkorallen zu den am stärksten bedrohten Organismengruppen im Ozean. Unter den zunehmend sauren Bedingungen wird deren Kalkbildung gehemmt. Und das macht sie im System sozusagen konkurrenzschwächer. Könnte dazu führen, dass sie eventuell nicht mehr konkurrenzfähig sind, nicht mehr überleben können in dem Ökosystem. Was wir nicht wissen, ist, ob die dann frei werdenden Nischen durch andere Organismen gefüllt werden oder wie die Veränderungen insgesamt im Ökosystem aussehen werden. Wenn wir weiterhin die CO2-Emissionen betreiben, die wir heute haben, Business as usual nennen wir das, dann sind wir schon bis 2070 auf einen Zustand gekommen, bei dem zwei Drittel aller heute bekannten Kaltwasserkorallenvorkommen in Wasser existiert, das Kalk auflöst. Das heißt, es ist abzusehen, in 70 Jahren oder 60 Jahren haben wir möglicherweise schon zwei Drittel der heutigen Vorkommen verloren. Worüber wir uns jeden Tag wieder neu wundern, die wunderschönen Korallenriffe mit der Vielfalt an Organismen, das ist etwas, was wir auch erhalten sollten, auch erhalten möchten, auch unseren Nachkommen, unseren Kindern zeigen möchten. Und da haben wir eine große Verantwortung, wirklich auch die Bedingungen so zu schaffen, dass diese Riffe auch in Zukunft noch existieren können.